Nun die letzte im Reigen der Fraktionsführer, Fraktionsführerinnen im Ausschuss, die Neos-Dame Stefanie Crisper. Kollegial verhalten, das sind sehr viele. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Wir haben gewusst, egal welchen Titel wir wählen als SPÖ und NEOS, es wird der Ibiza-Untersuchungsausschuss heißen. Wir sind aber heute daran erinnert, dass es eigentlich unser Titel war, mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. Wichtig war uns eben der Frage nachzugehen, gab es in dieser Phase unter der Regierung Kurz I ein politisches System für Korruption, gab es Machtmissbrauch? Wir erachteten es nämlich als unsere politische Verantwortung, dieser Frage nachzugehen, aber auch aufgrund unserer Erfahrungen mit dem System Pilnercheck, der Frage, ob im politisch brisanten Strafverfahren, wo die ÖVP insbesondere in den Fokus gerät, auch wirklich unabhängig und effizient ermittelt werden kann. Den Fragen wollten wir nachgehen. Die ÖVP wollte das irgendwie nicht so. Und ihre Taktik war demnach verhindern, verzögern, verschleppen und eigentlich auch verwirren, was sie kann aufgrund der mangelnden Öffentlichkeit des Untersuchungsausschusses, die wir weiterhin fordern. Das muss geändert werden. Sichtbar für alle waren die Bilder in den Fernsehbeiträgen von den Akten, die uns irgendwann, nachdem endlich Verfassungsgerichtshof und der Bundespräsident leider tätig werden mussten, Finanzminister Blümel in Kisten geliefert hat. Das heißt, bis zum Ende rechtswidrig, zu hoch klassifiziert in einer Form, in der wir nicht arbeiten können. Nicht so sichtbar leider noch immer waren die Behinderungen, die wir im U-Ausschuss erlebt haben. Insbesondere meistens von Seiten von der ÖVP in der Form von Auskunftspersonen. Wir erinnern hier als schlimmstes Beispiel zum Schluss an die zweite Befragung von Kanzler Kurz, der so ausschweifend antworten durfte, dass nicht mal die eigene Koalitionspartnerfraktion, die Grünen, noch wie eine einzige Frage an den Kanzler stellen durften. Und ich erinnere auch an Wolfgang Sobotka als Vorsitzenden, wo hier auch die Frage offen ist, wie handhaben wir das im nächsten U-Ausschuss. Trotz der Störungen können wir mit Fug und Recht sagen, dass das einer der erfolgreichsten U-Ausschüsse der letzten Jahrzehnte war. Nicht nur die Erkenntnisse waren enorm, sondern auch die direkten Konsequenzen während des U-Ausschusses. Und eine Erkenntnis war ganz klar, dass es in der Regierung Kurz I zwar immer das Propagieren des neuen Stils gab und des Anstandes, aber sehr wohl ein Geben und Nehmen bei Gesetzgebung und bei Posten gegeben war. Zum Beispiel Gesetzesänderungen. Hier ist klar, es wurden angedacht, Gesetzesänderungen ganz im Interesse der Romatik. Und andererseits gab es Geldflüsse von Seiten der Romatik in das Umfeld der großen Parteien, insbesondere die ÖVP und da zum Beispiel an das Alois-Mock-Institut. Auch der Verfahrensrichter hat hier klar ausgesprochen in seinem Bericht, dass er das als Maßnahme der Novomatik sieht, um hier die Situation günstig zu stimmen im Fall, dass man Interesse hat bei zukünftigen Maßnahmen im Glücksspielbereich. Dann gab es noch die persönlichen Verflechtungen, die im U-Ausschuss herauskamen zwischen Novomatik-Vertretern und der ÖVP, bis hin zum Vorsitzenden Sobotka, der ja ganz klar meinte, ja, es ist nun mal so, das Land Niederösterreich berät die Novomatik darin, wo sie jeweils ihr Geld loswerden kann. Manifestiert hat sich Gesetzeskauf aber auch bei Prikraf. Hier gibt es ja schon einen Schuldspruch, noch nicht rechtskräftig gegen HC Strache. Offen ist aber, wie steht es mit hier die Richtung ÖVP und mit Ex-Finanzminister Lüger. Postenschacher war der zweite Punkt, der uns beschäftigt hat. Und da kam es wirklich statt zu neuen, guten, neuen stilartigen Verhältnissen zu ganz neuen, schlechten Türkisen. Hier war nämlich bei der Postenbesetzung Thomas Schmid, ja selbst der Kanzler, persönlich involviert in den Prozess, der ihn letztendlich hier erfolgreich als Aufsichtsrat, als Alleinvorstand der ÖBAG installierte. Das war nicht nur, das war wohl positiv für Thomas Schmid, aber sehr, sehr negativ für den Wirtschaftsstandort Österreich. Und es war eine direkte Konsequenz aus dem Untersuchungsausschuss, dass er letztendlich doch gehen musste. Es hatte sehr, sehr viel Druck aus dem Ausschuss bedurft. Wir erfuhren aber auch sonstige Fälle von Postenschacher und wir erfuhren auch, was das Wort Familie unter Türkis bedeutet. Und wir erfuhren auch, jetzt Stichwort Justiz, was die Familie bereit ist zu tun, um sich zu schützen. Wie sehr sie sich vor parlamentarischer Kontrolle schützen will, habe ich schon ausgeführt. Sie versucht, sie zu verhindern. Aber sie versucht auch, Einfluss zu nehmen auf Ermittlungen, die sie in den Fokus geraten lassen könnte. Deswegen gingen wir der Frage nach, gibt es zwei Klassenermittlungen?
Weil das macht ja eigentlich den Unterschied zwischen einer Demokratie, einem Rechtsstaat und einem autokratischen System aus, dass es die gibt, gerade wenn es gegen die Mächtigen geht. Was mussten wir dann aber lesen? Wer vorbereitet Gernot auf die Vernehmung? Schrieb Christian Pilnatschek und gemeint hat er Gernot Blümel. Nur ein Beispiel. Es hat sich insgesamt der Einblick durch die Akten, die wir hatten im U-Ausschuss, erhärtet, dass es ganz klar ist, dass eine Partei, nämlich die ÖVP, alles dran setzt und auch setzen kann, Ermittlungen gegen die sich und die ihren zu torpedieren und die gegen Personen, die ihnen gefährlich werden könnten oder politisch nicht opportun sind, zu beschleunigen. Wir konnten auch als direkte Konsequenz aus dem Ausschuss diesen Einfluss reduzieren durch das Aufbrechen und Hinterfragen des Systems Pilnatschek und dadurch, dass die Dreitagesberichtspflicht der WKStA an die Oberstaatsanwaltschaft abgeschafft wurde. Wie sollte es jetzt weitergehen? Und ich finde es schon spannend, dass so wenige Kolleginnen und Kollegen vor mir konkrete Reformen, die sich aufgrund dieser Ergebnisse nicht erst ganz klar herausarbeiten ließen, nicht angesprochen haben. Wir wissen doch schon vor Ibiza, aber auch seit dem Video, aber insbesondere jetzt nach dem U-Ausschuss, dass es hier ganz klare Reformen bedarf, damit mehr saubere Politik in diesem Land möglich wird. Ich rede von dem Unterbinden von intransparenten Geldflüssen an Parteien, Maßnahmen gegen Postenschacher und für eine starke Korruptionsbekämpfung in dem Land, gerade wenn die Mächtigen im Fokus sind. Und seit bald 2 Jahren haben wir eine neue Bundesregierung, die zwar versprochen hat, das System zu unterbinden, von Korruption, Postenschacher, Intransparenz, aber es ist nichts passiert. Und letztendlich ist ja auch vor kurzem Rechnungshofpräsidentin Kraker hier der Geduldsfaden gerissen und sie hat einen sehr ungewöhnlichen Schritt angekündigt, nämlich einen eigenen Gesetzesvorschlag ins Parlament zu tragen. Diesen Vorstoß unterstützen wir natürlich und wollen auch hier beschleunigend endlich etwas tun. Und demnach haben wir heute 2 Fristsetzungsanträge eingebracht. Einen, damit der Rechnungshof endlich echte Prüfrechte bekommt. Weil nur wenn er das prüfen kann, was politische Parteien ihm vorlegen, ohne tiefer ins Detail gehen zu können, dann ist das eine Feigenblatt und von Kontrolle keine Rede. Das muss geändert werden. Und der andere wichtige Punkt ist für uns, wir erinnern uns an Ibiza, dass parteinahe Vereine hier in Rechenschaftsberichten genannt werden müssen. Das ist uns dringlich, das werden wir zur Abstimmung bringen. Thema Postenschacher ist weiterhin offen. Da hat der Herr Bundeskanzler im Untersuchungsausschuss gemeint, naja, man kennt kein anderes System, deshalb behalten wir das, wie wir es haben. Und man hat auch wahrlich nichts dazugelernt, nicht einmal in der Causa Thomas Schmidt. Wie hat die Nachfolgerbestellung stattgefunden? Hinter den geschlossenen Türen im geheimen Kämmerlein, völlig intransparent und nicht nachvollziehbar. Bezüglich anderer Posten in diesem Land, was lernen denn die jungen Menschen, die sich jetzt trotz Corona bemühen, in der Schule Meter zu machen, andere Ausbildungen vorzunehmen, hier weiterzukommen, die sich qualifizieren wollen für zukünftige Berufe? Die lernen das weiterhin, wenn sie die Zeitung lesen, aus dem U-Ausschuss berichtet wird, lernen weiterhin, dass nicht wichtig ist, was man kann, sondern wie man kennt und dass es wohl am besten ist, man tritt gleich der JVP bei oder erkundigt sich, wer so Familie ist. Aber das kann es ja nicht sein. Wird Ihnen vielleicht gefallen, Herr Hanger, Sie lächeln ganz vergnügt, aber das ist nicht das, was wir als Fairness in diesem Land verstehen und für die nächste Generation wollen. Die Kompetentesten müssten hier überall zum Zug kommen. Und deswegen fordern wir weiterhin die Einführung von öffentlichen Hearings, Ausschreibungsprozesse nach internationalen Standards, was auch bedeutet, dass internationale Beratungsunternehmen hier involviert sind. Jetzt komme ich zur Zukunft. Der Ausschuss hat klar gezeigt, dass man über politische Einflussnahme die Justiz in ihrer unabhängigen, effizienten Ermittlung aushungern kann oder unter Druck setzen. Es können Ermittlungen klein gehalten werden oder massiv beschleunigt, je nachdem, ob es gegen die Familie geht oder gegen nicht opportune andere Personen. Und das darf es in einem funktionierenden Rechtsstaat nicht geben. Es darf keine 2-Klassen-Ermittlungen geben, wo es sich manche richten können. Und so würde der Rechtsstaat ja unterminiert werden und damit das Vertrauen der Menschen in unsere Demokratie. Ein System, das sich auf der einen Seite Post und Macht zuschiebt und wenn es brenzlig wird, aber Einfluss auf Ermittlungen nehmen kann, muss weiterhin in einem U-Ausschuss beleuchtet und aufgebrochen werden. Es braucht hier gerade gegen die Mächtigen in den Ermittlungen Unabhängigkeit und keine Politisierung der Exekutive, die der Justiz hier zuarbeitet. Wo es das gibt, gehört es beendet. Sehr wichtig ist uns daher hier für eine starke Korruptionsbekämpfung und gegen eine 2-Klassen-Ermittlungs-
Gesellschaft in diesem Land zu arbeiten, um hier auch in Zukunft Korruption zu verhindern und den Rechtsstaat zu stärken. Das wird unser Fokus hier im Parlament sein. Und alle draußen sind angehalten und eingeladen, das Antikorruptionsvolksbegehren zu unterschreiben, das schon viel Widerhall gefunden hat, weil viele Menschen im Land zu Recht die Sorge um unseren Rechtsstaat teilen. Danke.